Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir sind hier wieder bei Elaine. Und wir haben morgen unseren letzten Tag von diesem Semester. Und dann schreiten wir ins letzte Semester ein. Und es ist Hardcore. Wir gehen mit großen Schritten aufs Finale zu. Und ja, wir haben heute ja eigentlich nichts zu tun, deswegen wäre es vielleicht mal sinnvoll, uns wieder mit irgendwie Leuten zu treffen oder so. Ich wüsste jetzt nur nicht, was man genau machen könnte. Wir können ja Mizuki einfach... Nee, warte, das macht man über Slice of Life, ne? Verdammt, das Essen aussortieren. Das sollte man vielleicht auch tun. Aber Fitness. Oh, das habe ich noch gar nicht mir so genau angesehen. Wow. Auf jeden Fall würde ich gern übers Handy Nachrichten schreiben. Und was wollen wir schreiben? Nacktfoto verschicken? Ich glaube nicht. Wir können ein Kompliment einfach schicken an Mizuki. Und die freut sich dann bestimmt. Und vielleicht meldet sie sich zurück, weil das stand ja im Update, dass sie sich jetzt öfter zurückmelden. Und das wäre ja ganz cool eigentlich, ne? Mal gucken. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was wir tun können im Leben. Das war wirklich interessant. Alles klar. Alles klar, Brudi. Dann schicken wir einfach mal Olivier an dem SMS und vielleicht kriegen wir... Also eine normale, weil dann laden die einen ja häufiger ein. Und das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn er halt was vorschlägt. Ja, wir gucken einfach mal, was er dazu zu sagen hat im Leben. So. Werden wir eine Antwort erhalten oder nicht? Hier mit ihr können wir uns eigentlich auch noch besser anfreunden, ne? Also wir könnten die dann ja, wenn er uns einlädt, dann können wir die ja mit einladen. Weil wir wollen ja eine Abschlussparty machen. Aber irgendwie wirkt es nicht so, als ob er Bock hatte, sich zu treffen. Deswegen können wir sie einfach mal bei uns einladen und können uns ein bisschen unterhalten im Leben. So, weil wir wollten uns mit ihr anfreunden. Hallo, wir verschönern ihren Tag. Wir wollen ja einfach ein paar Freunde haben hier, ne, im Leben, weil man das ja so macht. Und deswegen, ja, werden wir das auch machen. Wo gehst du hin? Ihr unterhaltet euch durch die Tür. Schön. I like it. So, hi. What up in the club? Oh, den Körper anerkennen. Das ist süß. Dann erzählen wir eine Geschichte. Verrückten Plan. Like always. Fitness-Techniken. So. Wir wollen einfach Friends werden hier, ne? Bücher. Das ist gemein. Empfohlene Hautpflegeroutine. Das ist cool. Ich glaube, das ist auch was, worüber Elaine sprechen würde. Weil sie hat jetzt ja gegen Akne auch was aufgetragen gehabt und so. Und ich denke, dass... Also, weil sie sich gut danach gefühlt hat, dann ist es halt ganz nett. So, ne? So. Oh mein Gott. Why? Why? Sie muss aber erst wütend werden. Beziehungsweise dieses Moodlet bekommen, dass sie sich da beschweren kann. Okay, sie kann sich beschweren, deswegen beschweren wir uns. Nö, sehe ich dich ein. Ich habe Besuch und ich möchte mich vernünftig mit ihr unterhalten. So, danach können wir ruhig widersprechen dann gleich. Junge, what the fuck? Ich hasse Nachbarn. Können wir darüber reden? Oh mein Gott, Dick Traumtänzer. Wütend über Lärmbeschwerden, no. So, das geht nämlich gar nicht. Warum wohnt eigentlich ein Promi neben uns so? Also das ist jetzt nicht so das High-End-Leben, was wir hier leben. Okay, er sieht es wenigstens ein. Sie macht ihre Hausaufgaben, cool. So, hi. Über Promi flüstern. Ja, flüster über Dirk Traumtänzer, Alter. Der wohnt hier nämlich in der... Oh, wie cool. Sie macht die jetzt selber drauf. Oh, das ist geil. Das ist vor allem... Also es ist teilweise realistisch.
Aber ich find's gut, auf jeden Fall. Die lachen jetzt über den. Haha, der wohnt nebenan. Hihi. Ach, man kennt's. So. Wir sind hier einfach mal nett zu ihr, weil, warum hatte ich nicht? So. Und dann sind wir ja schon ein bisschen befreundet hier im Leben, ne? Also ich wäre gerne mit ihr befreundet, weil mehr Freunde ist besser fürs Leben. Und außerdem kennen wir dann auf unserer Abschlussfeier, die ich noch organisieren werde, wie auch immer, werden wir... Ja, werden wir halt mehr Leute kennen und das ist auch wichtig, glaube ich. Ich freue mich schon so richtig, ihr Style dann halt zu, wie heißt denn das, also ihr halt ein Umstyling zu geben für ihr, für ihren letzten Tag, ja. Also für die Abschlussfeier dann quasi. Das wird so schön. Ich bin richtig ready. Und ich habe schon ein paar Ideen, wie halt so die letzte Folge aussehen wird. Und oh ja, ich bin richtig bereit dafür. Ich hoffe, ihr seid das auch. Ich werde natürlich nicht spoilern, was jetzt noch passieren wird, aber ja, es werden ein paar schöne Dinge passieren auf jeden Fall. Nach kleinem Kredit fragen. Nein, wir brauchen jetzt gerade nicht so dringend Geld. Heute Abend gehen wir auch wieder arbeiten. Ja, so. Seid ihr jetzt schon Freunde? Ja, das ist supi. We love the friends. Stars of Life. Empfohlene Hautpflege-Routine. Okay. So, wir geben ihr noch ein lustiges Geschenk und ich würde sie gerne einmal umarmen. Weil, warum eigentlich nicht? Where is it? Da. Sie fand es nicht so lustig, glaube ich. Aber egal. Passt schon. Oh. Aber sie können sich trotzdem noch umarmen. Das ist sehr, sehr schön. Haben wir noch Essen übrig? Oh. Weil, wenn nicht... Nee, haben wir nicht. Dann können wir ja einfach mal was kochen. So, Mittagessen... Nee, nicht servieren, weil dann kochen die immer 8 Dings. Und das finde ich ein bisschen übertrieben. Dann nehmen wir doch mal... Achso, wir sind noch nicht so ein hohes Level. Speckersatz-Salat-Sandwich. Tomaten-Dings. Ja. Sam, Brudi, Sam. So, räum mal dein Zeug da weg. Dann koch und dann können die... Sie so, okay, dann kann ich meinen Sack auch wegräumen. Haha. So, dann koch mal schön und dann könnt ihr zusammen essen. Wäre doch eigentlich ganz cool, oder? Okay, wir können nicht zusammen essen, weil sie einfach geht. Dann nicht. Weil wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Und wir sind jetzt Freunde. Das ist sehr cool. Könnt ihr dir Geld schicken? Ach, du könntest das gebrauchen. Sie freut sich auch darüber, das ist schön. Weil das ist ja nicht immer so. Sie ist Level 3 in Kochen geworden, das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich habe jetzt aber nicht mitbekommen, wie viel Geld das war, aber das ist ja immer nicht so viel. Nur so ein bisschen, ne? Weil wir hatten eben auch schon irgendwas mit 800, oder? Oder bin ich dumm? Egal. Wir freuen uns einfach drüber, weil... Wir freuen uns einfach drüber. Genau. Ich bin ein bisschen done mit meinem Leben, okay? Merkt man mir das vielleicht an? Ein bisschen vielleicht. So, aufräumen. Und dann gönnt ihr bitte nochmal ein Glas Wasser. Denn sonst dehydrieren die wieder und dann rasten die wieder komplett aus in ihrem Leben. Und das wollen wir ja nicht. So. Slice of Life ist halt echt eine richtig gute Mod, ne? Also kann man nichts gegen sagen. Nur, also es gab ja so einen Hotfix. Und dafür gibt es aber noch keine neue... Oh! Auf jeden Fall, es gibt noch keine neue... wie heißt denn das? Also halt keine neue Übersetzung, genau. Und ja, deswegen muss ich noch mit der allerersten Version dieser Mod spielen. Also 4.4, wo es ja noch ein paar Fehler gibt, aber naja, passiert, ne? 1 plus und 1 minus, das ist sehr, sehr cool. Ich möchte mich fürs nächste Semester einschreiben. Wir nehmen 2 Kurse und dann sind wir fucking nochmal durch. Wir sind durch. Oh mein Gott. Leistung beurteilen, Mythos oder bedeutungsvoll und die Zukunft verläuft in Kreisen. Alles klar. Wir bleiben zu Hause. Und wir können die Sachen auch aus der Haushaltskasse bezahlen. 130. Easy, Brudi. Easy.
So, und du gehst jetzt arbeiten und wir sind im nächsten Semester. Oh mein Gott. Brudi, im letzten vor allem. Ah! Das ist so hardcore einfach, ne? Ich fand's so krass. So, was müssen wir? Abschlussprüfung und Abschlussprüfung. Das heißt, wir müssen privat nichts machen. Cool. Sie mag unsere neue Freundin auch. Das ist supi. Oh mein Gott. Abschlussprüfung. Was steht denn da? Das ist ja doch das, was man da halt dann absolvieren muss einfach, ne? Während des letzten Kurses so. Gehaltserhöhung. Geile. I love you. So, und dann könntest du dich doch schon mal hier rum kümmern. Einfach weil. Und dann könntest du schlafen und dann kannst du morgen halt die anderen Hausarbeiten machen. Weil wir sind ja brav, wir machen das alles hier vernünftig, weil wir wollen ja einen vernünftigen Abschluss haben, ne? Man kennt's. So. Dieser Part ist übrigens auch schon wieder top aktuell. Ich nehme den schon wieder auf, wenn es halt hochkommt, also am 6.5. Und das ist einfach nicht mal bei den Mittwochsvideos schaffe ich es mittlerweile. Aber ich krieg da schon noch hin, okay? Ich schaffe das noch. Dass das hier vernünftig abläuft im Leben. Irgendwann werde ich es schaffen, dass das nicht mehr ganz so top aktuell ist. Weil eigentlich, also es ist halt einfach nur Stress für mich, wenn das so krass aktuell ist. Sonst wenigstens einen Tag vorher fertig wäre, wäre ja schon gut genug. Deswegen, ja. Aber wir kriegen das schon hin im Leben. Ich meine, es ist ja auch okay für mich, ne? Also es ist jetzt nicht besonders schlimm, aber ja. Ein bisschen nervig ist es dann halt doch irgendwie, ne? Oh Gott. Ich bin sehr gespannt, wie das hier alles läuft. Aber sie wird schon einen guten Abschluss machen, weil sie jetzt die ganze Zeit Notendurchschnitt 1- hatte. Und ja, ne? Wenn sie mit 1 abschließt, dann ist halt schon krass. Semesterbeginn, yes! Dann gönnt ihr gleich Reste. Jetzt ist sie beschämt, weil sie ja hier Akne hat noch. Ich längst erst muss und hat dazu Gebäude verlassen, Brudi. Same. Same, same. Warum? Wegen Verlegenheit. Ach so. Deswegen sind wir eine Tomate. Aber sieht man bei ihr jetzt gerade gar nicht so krass, finde ich. Solange sie sich nicht wieder Selbstbewusstsein einflößen möchte, indem sie irgendwelche komischen Posen mit macht vorm Spiegel. Oh Mann. Man kennt es auf jeden Fall. Also damit mache ich mir auch Selbstbewusstsein, indem ich einfach nur diese Posen mache, wie beim letzten Mal. Also ganz normal, danach geht es mir einfach besser. Wäre das schön. So, das kommt weg. So, dann mach das mal kurz und dann brach sie Spaß. Und vielleicht wäre es sinnvoll, Mizuki einzuladen, weil mit der kann man immer schön Spaß haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Haha. Okay. Vielleicht machen wir das ja. Die Geek-Con ist. Vielleicht können wir da auch einfach hingehen mit ihr. Wäre doch eigentlich cool, oder? Oh, sie möchte auch mit uns da hingehen. Aber wir gehen gleich erst mit ihr. Weil ich möchte bitte erst gut aussehen. Also beziehungsweise ich muss auf Klo. Gut aussehen tue ich sowieso. Beeil dich mit deinen Hausarbeiten, bitte. Ich möchte das jetzt fertig haben, dass wir uns dann schön darum kümmern können, dass es easy wird im Leben. Ja, ja. So. Und dann bin ich bereit. So, sie hat gepinkelt. Und dann gehen wir zur Geek-Con. Zur Geek-Con-Reisen mit Mizuki. Let's go! Ich bin richtig ready. So. La 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 la. Wieso keine Rückmeldung? Hallo? Ich fühle mich attackiert, Brudi. Spiel? Bitte nicht. Bitte? Hallo? Dieses Spiel stresst mich. Jedes Mal, wenn da keine Rückmeldung steht, möchte ich anfangen zu schreien, okay? Okay, es geht weiter. Ich habe Angst um mein Leben. Weil Sims 4 ist mein Leben. Oh, oh Mann. Hallo? Geht das so bitte? Oh mein Gott. Ja? Oh mein Gott, es geht weiter. Ich habe da schon Angst um mein Leben wieder. Oh mein Gott. Es ist stressig. Bitte.
Aber 30 GB ist vielleicht doch ein bisschen viel für dieses Spiel. Man weiß es nicht. Also 30 GB Mods. Hallo! Hör auf! Danke. Ach, diese Ladebildschirme sind manchmal ein bisschen sehr lang. Ich bin ganz froh, dass ich sie in der Babytennis rausschneiden kann. Also könnte ich theoretisch hier auch, aber das ist ja eigentlich ungeschnitten und es ist jetzt auch. Ich rede jetzt sowieso die ganze Zeit drüber, deswegen. Ja, werde ich es nicht mehr rausschneiden. Aber wir sind jetzt bestimmt schon eine Minute oder so in diesem Ladebildschirm. Und das nervt mich. Danke. Du wirst Mizuki dort treffen. Hi, Girl. Können wir Hallo sagen? Hier, Insider-Witz. Programmierfähigkeit. Kennen wir irgendwas im Programmieren? Haben wir schon mal programmiert im Leben? Sieht nicht so aus, ne? Nee, dann lassen wir es. Aber wir können ja trotzdem Spaß haben. So. Und zwar. Let's go. Machen wir das einfach. Weil, warum eigentlich nicht? Sie so, hi, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir uns doch auch darum kümmern, oder? Oh mein Gott, das war ziemlich laut. Oh mein Gott, jemand ist mit der Rakete schon abgeflogen. Dude, I feel tagged again. Warum? Wohin geht der jetzt? Weil die Rakete ist schon nicht mehr da. Nur so. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Oh mein Gott. What are you doing? Die so, irgendwie ist hier keine gerade. Verdammt, wir laufen hin und her. Vielleicht ist die ja gleich fertig. Oh, die andere kommt wieder. Ja, wir warten halt 2 Sekunden. Wir werden das hier schon noch regeln im Leben. Nein, ihr könnt ja trotzdem miteinander Zuneigung ausdrücken oder so. Halt süß sein. Über 1000 Bären in Ameisengröße gegen eine Ameise im Was? Warum? Warum? Manchmal ist dieses Spiel verwirrend für mich, okay? Ja. Ja, wir müssen gleich Techtelmechtel im Raketenschiff machen, aber die sind noch unterwegs. Moment. Die sind noch da oben. Da. Irgendwo. Ja. Ja, da. Halt. Da. Da sind sie. Was auch immer die getan haben in ihrem Leben. Man weiß es nicht so genau. Nein, wir werden definitiv nicht. Beste Freunde werden, weil dann wären wir mit Olivier nicht mehr beste Freunde. Und man kann ja nur eins sein. Das, Elaines Business-Idee. Was hat sie nochmal für einen Charakter? Der Visionär. Ach so. Cool. Warum ist sie beschämt? Warte, streiten? Statt auch streiten? Nein. Streiten nicht. Wir streiten nicht mit ihr. Dann halten wir einfach ihr Händchen. Richtig süß. Noch reden wir nochmal über Cosplayer oder so. Ach. Könnt ihr bitte ihren Körper anerkennen? Ja. Oh mein Gott. Können die bitte wiederkommen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich verklickt im Leben. Hilfe. Warum sind die ganze Zeit unterwegs? Warum können die nicht einfach... Kann man nicht. Also ich dachte, man könnte das vielleicht cheaten, dass das halt vollendet ist. Wir bauen einfach zusammen dran, weil wenn wir schon nicht... Oh mein Gott, jetzt kommt das wieder, dein Ernst? Jetzt komm, direkt. Bitte. So. Weil es ist wichtig für mich. Ich möchte erstens ein cooles Thumbnail haben, weil beide dann ja im Astronautenanzug sind. Und andererseits braucht sie Spaß. Deswegen kümmern wir uns jetzt darum. So. So, und dann machen wir einfach nur so. Das sieht doch gut aus. Viel Spaß. Ui. Man liebt's auf jeden Fall.
Oh Mann, dieses Spiel ist bescheuert. Dass sowas überhaupt geht so, ne? Jetzt beeilt euch mal ein bisschen. La 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 la. Aber ich will nicht in diesem Bildschirm hier vollenden. Meinen Part. Wupp, 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 wupp. Ja. Hallo? Komm zurück, bitte. Oh mein Gott. Was ist das für eine dunkle Wolke über deinem Kopf? What the fuck? Was willst du eigentlich von mir? So gruselig. Über allem erhaben. Schön. Aber wir sind jetzt richtig dreckig. Geil. We love it. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.